Hallo Freunde, ich möchte euch heute in diesem kleinen Video mal erklären, wie ich mir meine Basismischung selbst mische. Die Basis, die werde ich und das Equipment, was ich dazu brauche, natürlich auch. Dazu werde ich euch jetzt die einzelnen Basissachen erklären. Und die einzelnen Equipment-Sachen natürlich auch. Dazu muss ich hinter die Kamera und werde es euch dann mit der Kamera filmen und werde es euch auch erklären. Viel Spaß dabei. Was ihr als erstes braucht zum Mischen, ist natürlich euer Basisgrundstoff. Und der besteht hier in erster Linie aus zwei Sachen. Und zwar ist das in erster Linie einmal das, ihr seht's, Glycerin, und zwar 85%iges Glycerin. Da sind 15% Wasser noch mit drin. Und der nächste Stoff, den es gibt, ist dann das Propylenglykol. Das ist 100%iges. Also das gibt es ja gar nicht anders in andere Variationen. Und diese beiden Stoffe, die werden wir jetzt mal mischen. Und zwar benötige ich dazu natürlich zwei Spritzen, zwei Nadeln und eine Flasche, wo ich es reinmache. Man kann auch einen Taschenrechner benutzen, wenn man hier exotische Mischverhältnisse sich zusammenstellen möchte, aber bei mir geht es einfach relativ einfach zu. Und dann habe ich hier noch mein Etiketten-Label-Maschine. Damit werde ich natürlich dann gleich das Fläschchen beschriften. C-Bar sollte man natürlich auch immer wieder griffbereit haben, und damit, denke ich, wäre das eigentlich das Equipment, was man brauchen würde für zum Mischen der beiden Basisstoffe. Das gibt dann eine Basis, und ich werde die Basis auf VG machen, weil mir hier der Dampf wichtiger ist, und ich werde hier 60% VG nehmen und 40% PG. Also 60% von Glycerin und 40% vom Propylenglykol. Das Ganze wird in 50 Milliliter abgefüllt. Deswegen muss man das ein klein wenig umrechnen mit dem Taschenrechner, und dann ist es eigentlich auch in Ordnung. So Freunde, ich habe jetzt hier mal kurz aufgeschrieben, wie ich die Berechnung mache. Das ist natürlich nichts Großes, und das kann auch jeder normale Mensch im Kopf rechnen, aber ich habe es mir trotzdem aufgeschrieben, damit man auch mal hier sieht, wenn man verschiedene Prozentigkeiten zusammenfügt, wie man das denn machen soll. Und zwar geht das folgendermaßen: Ich habe mir hier genommen, die 50 Milliliter ist meine 100%, die möchte ich gerne herstellen, und ich brauche dazu, ich will dazu 60%iges VG benutzen. Das ist ein ganz normaler Dreisatz, und der geht dann folgendermaßen: 50 mal 60 geteilt durch 100 ergibt dann 30, also sind das 30 Milliliter VG.
Und der Rest erklärt sich ja von selbst. Wenn ich 30 Milliliter VG nehme, dann habe ich 60%. Und da brauche ich die restlichen 40% dann nur noch 20 PG aufzufüllen. Also 30 Milliliter brauche ich bei 50 Milliliter komplett. Das werden wir jetzt mal machen. So, also ich hoffe, ihr habt es jetzt gesehen, was ich alles dazu benötige. Ich persönlich mache hier keinen großen Blimborium drum, weil ich hier kein Nikotin verwende. Ich habe hier ohne Nikotin, also ich habe weder Giftstoffe, ich habe auch keine Aromen hier. Deswegen die zwei Grundstoffe, die sind unbedenklich, die kann man dampfen. Und deswegen brauche ich da auch keine Handschuhe oder sonstige Schutzmaßnahmen zu treffen. Natürlich, wer es möchte, der kann das machen. Das ist keine Frage. Immer besser, wie wenn man es nicht macht. Aber hier besteht eigentlich keine Gefahr. Man soll es auch nicht übertreiben mit den Dingen. Wir mischen hier keine Giftstoffe zusammen. Wir mischen hier nur Dinge zusammen, die wo man auch dampfen kann und die wo nicht in dieser Konzentration hier so gefährlich sind. Wenn Nikotin im Spiel ist, sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Und wenn Aromen dazu kommen, natürlich auch, da muss man auch ein bisschen mehr Obacht geben, weil das halt konzentriert ist. Aber ich denke, auch hier ist es der reine Menschenverstand und Vorsicht geboten und dann klappt das auch. Aber gesagt, mit Nikotin wird es gefährlicher. Also nicht gefährlich in diesem Sinn, aber es wird ein bisschen, man muss ein bisschen mehr Obacht geben. Aber hier, denke ich, braucht man das nicht. Das verunsichert dann nur die Neulinge, die wo wirklich dieses Video ansehen und denken sich, Mann, was macht der da? Der ist ja gefährlich, was er da macht. Und das dampft er auch noch. Also das muss hier nicht sein. Wir müssen hier auch mal ein bisschen, ja, das Ding nach unten drehen und müssen sagen, so ganz so gefährlich ist es nicht. Sonst können wir es ja nicht dampfen. Dann wollte ich es ja auch nicht dampfen, wenn es nicht so wäre. Ne? Also, egal jetzt, wir fangen jetzt mal an damit. Ich nehme mir hier mein Fläschchen. Das ist zum Beispiel ein braun Fläschchen. Und das habe ich mir. Da kommt es. Vorher Jetzt war da kommt. Ethanol drin. Und zwar gehe ich da folgendermaßen vor. Ich nehme hier eine Spritze, setze mir eine Nadel drauf und gehe mit der Nadel in die einzelnen Flaschen und ziehe mir hier die Sachen raus. Was genau, erkläre ich euch dann jetzt. Ich habe hier eine Spritze, da gehen 10 Milliliter rein und da werde ich aus dem PG, VG werde ich mir dann mal die 3x 10 Milliliter rausziehen. Da habe ich eine rosa Nadel, das ist die dickste, wo es gibt. Und damit kann man auch gut arbeiten und kann es gut rausziehen. Wenn die Flasche halt dementsprechend leerer wird, müsst ihr euch was einfallen lassen. Entweder müsst ihr es umfüllen oder müsst halt hier. Ach nee, das geht eigentlich ganz gut mit der Spritze. Die passt hier auch rein. Seht ihr? Die Spritze geht also durch die Öffnung hier oben ganz gut durch. Also ich ziehe jetzt hier mal erstmal 10 Milliliter auf. Das geht ein bisschen schwer, weil das VG ganz schön zäh ist. Aber man braucht hier ein bisschen Gewalt. Aber es kommt. Also das ist ganz normal. Das VG braucht ein bisschen. Ja, wie will ich sagen, man muss hier ein bisschen sich anstrengen. Das geht schon schwer, das reinzuziehen. So,
habe ich hier 10 Milliliter. Genau. Und das fülle ich jetzt in das Fläschchen ein. Genau wie beim Reinlaufen geht es auch mit dem Rausmachen. Halt ein bisschen schwerer. Aber es funktioniert eigentlich ganz gut. So, das müsst ihr jetzt dreimal wiederholen. Das brauche ich euch natürlich jetzt nicht zu zeigen hier. Da kürze ich ab und das machen wir dann, sieht man später dann wieder, ne? So, Freunde, ich habe jetzt die 30 Milliliter hier im Fläschchen drin. Ihr seht es, es ist jetzt, naja, ein bisschen über halb voll. Und ich mache jetzt hier den Deckel wieder zu von der VG-Flasche. Da ihr seht hier auch auf den Flaschen ist weder ein Gefahrstoffzeichen noch sonst irgendwas drauf. Da könnt ihr gucken. Das ist also wirklich unbedenklich. Man kann ja die natürlich einen Liter jetzt nicht trinken, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so bedenklich, dass man jetzt hier höchste Vorsicht walten lassen muss. Ich muss dazu sagen, ich hier drin bei mir habe weder Kind noch Hund noch sonst irgendwas, wo ich aufpassen muss, dass ich hier, dass hier eine fremde Person irgendwas wir wegnehmen kann oder Kinder irgendwas versuchen können. Da muss man natürlich, wenn man Kinder hat, höchste Vorsicht walten lassen. Da sollte man sowas auch wegschließen. Oder soll es in Höhen stellen, da wo Kinder nicht drankommen, mit Sicherheitssachen auf jeden Fall bedenken, wenn Kinder und auch Hunde oder sonstige Tiere in der Nähe sind, die wo, nein, ich meine, Tiere können ja keinen Deckel aufschrauben, vielleicht ein Affe, aber ein Hund noch nicht. Aber auf jeden Fall bei Kindern aufpassen. Aber da ich keine Kinder im Moment in dem Alter habe, die wo so unvorsichtig sind, dass ich sagen kann, das ist gefährlich, deswegen brauche ich das bei mir nicht zu machen. Und ich werde es auch nicht machen, warum soll ich mir hier einen Knüppel ans Bein binden und sollte hier vorsichtiger sein, wie ich sein muss. Also Sicherheit ist schön und gut, aber man kann hier auch, ja, man kann hier auch übertreiben. So, jetzt gehen wir weiter. Also ich habe jetzt hier 30 Milliliter drin vom VG und muss ja noch 20 Milliliter vom PG dazu machen. Dann machen wir die PG-Flasche auf. Ich habe jetzt hier die Spritze, die wechsle ich jetzt, weil ich sie immer nehme. Die werde ich auch beschriften als VG-Spritze. Dann brauche ich hier nichts sauber zu machen, großartig. Ich spüle sie dann vielleicht ein bisschen mit Wasser aus oder was, aber dann habe ich immer dieselbe Spritze für dieselbe Aktion. Und hier nehme ich eine neue. Und setze hier auch eine neue Kanüle drauf und nehme hier mir, das geht ein bisschen schwerer auf, das ist so ein bisschen Sicherheitsverschluss, aber auch hier auch keine Kindersicherung. Ja. Das ist auch nochmal ein Zeichen, dass hier nicht, dass hier keine Gefahrstoffe in diesem Sinne sind. Schönen Gruß an Frau Steffens. So, hier müsste das Ganze eigentlich ein bisschen leichter gehen. Das geht's auch. Das merkt man sofort, dass hier das Ziehen, Aufziehen von der Flüssigkeit bedeutend leichter geht. Aber es geht auch noch ein bisschen. Man braucht auch ein bisschen Kraftaufwand, um das zu betreiben. So, jetzt habe ich hier 10 Milliliter drin. Es kommt hier nicht auf den 0,010 Milligramm drauf an, also es ist jetzt immer noch, wenn man hier auch ein bisschen mehr drin hat, macht das, schadet das jetzt auch nichts. Aber man soll schon relativ genau arbeiten. So, auch hier wieder Flüssigkeit reindrücken ins Fläschchen und so langsam füllt sich das Ganze auch, seht ihr ja. Und es wird voll so langsam. So, wenn man noch einmal. Haben wir ja gesagt, 20 Gramm
20 Milliliter, Entschuldigung, wird hier vom PG genommen. So, und das haben wir jetzt hiermit erledigt. So, das kommt jetzt hier rein. Hiermit, wenn ich es mit der Spritze reinmache, vermischt sich das auch. Das sieht man auch schön. Es gibt so Schlieren im Produkt drin. Und man sieht schön, dass sich das auch vermischt. So, das war das. Jetzt machen wir die Spritze wieder zu und verschließen die und tun die Spritzen gleich beschriften dann. Und da machen wir den Deckel drauf. Und machen eine Schüttelerei. Und jetzt habt ihr hier eure Basismischung, die wo ihr dann braucht für weiteres Aromen zu mischen. Das ist eine Basis aus 60% VG und 40% PG. Das probiere ich als erstes aus, so wie es ist. Sollte es nicht schmecken oder sollte man nicht zufrieden sein, kann man das ja auch wieder ändern. Man kann hier die Verhältnisse zu der einen oder zu der anderen Seite tendieren. Aber ich würde mal sagen, je mehr VG drin ist, desto mehr Dampf und je mehr PG, desto mehr Flash, sagt man mir immer im Netz. Ich probiere es jetzt selbst aus. Ich werde es merken, wie es mir mundet. Ich beschrifte das Ganze jetzt noch und dann schauen wir weiter. Damit nehme ich natürlich ganz klar Flasche zu und Flasche wegstellen, dass sie hier nicht runterfallen. Was ich noch euch sagen könnte, da gehen wir mal hier hoch. Was ich euch noch mitteilen könnte, das wäre folgendes. Und zwar habe ich das gekauft in der Apotheke, die beiden Produkte. Und da kostet das Propylenglykol 15,45 € und das Glycerin kostet 11,45 €. Also das geht zusammen. Das sind rund so 26,90 € für 2 Liter. 2 Liter. Ich habe hier jetzt mir 50 Milliliter abgefüllt. Also das ist und hier, das ist ja nur der Basis, das ist ja nur das Basisgrundstoff, 50 Milliliter. Da mache ich jetzt nochmal jeweils immer, sagen wir mal, 5 Milliliter davon, wo ich mir zum Testen oder vielleicht auch weniger, vielleicht nur 3 Milliliter zum Testen raus. Also das hält jetzt erstmal ein bisschen. Also man muss da hier, man kann hier schon einiges mit anstellen mit 2 Liter Basisflüssigkeit. Und wenn ich dann meine Aromen habe, die wo ich bestellt habe, die werde ich ja dann morgen oder übermorgen bekommen. Und dann wird es losgehen mit den Aromen mischen. Und da werde ich natürlich auch ein Video dran machen. Und das werdet ihr dann sehen. Wie gesagt, ich beschrifte jetzt das ganze Teil noch mit dem Beschriftungslevel-Beschrifter-Maschine, die ich. Und dann hat das alles auch seinen richtigen Platz und richtige. Man kann es auch nicht verwechseln und damit wäre die Sache eigentlich erledigt. Die Grundbasisstoff haben wir mal hergestellt. Alles Weitere werden wir dann sehen. Hoffe, es hat euch gefallen und wie immer bleibt mir gewogen und man sieht sich auf diesem Kanal vielleicht wieder. Macht's gut, Freunde.